Grüezi! Ja, solange mein kleiner Bruder, noch im, wollte schon sagen, gerade im Urlaub ist, noch so, solange er noch draußen ist, dachte ich mir, nehme ich mir noch eine schöne Episode auf. Im letzten Part haben wir hier aufgehört, nachdem wir diese Backfische hier. Oh, drei Herzen an dem Busch! Mein Gott, der Kannibale wird sich freuen. Müssen wir nochmal hier durch die Gegend gehen. Ich dachte, so, okay, besuche ich mal meine ganze Family hier. Kann ja nichts Böses sein. Ich meine, auf so einer Insel ist ja, wo eigentlich nur alte Menschen leben und junge Menschen, ist doch eigentlich merkwürdig. Was macht der jetzt? Helf mir mit! Oh, Lapsche, dir geht's also gut. Warum hast du mir die Sache mit Ariel verschwiegen? Es war töricht von dir, einfach so loszuziehen. Kaum warst du weg, schon hat sich unsere friedliche Insel in einen gefährlichen Ort verwandelt. Ist das ein echter Wal da hinten? Aber eines zumindest freut mich, nämlich zu sehen, dass du auf deinen Reisen stärker geworden sein scheinst. Es muss sich wohl einiges zugetragen haben. Du wirkst so anders, als du greift. Was? Gut, ach so, gereift. Gut, lass uns gleich die Gelegenheit für eine Übungsstunde ergreifen. Ich brenne darauf zu sehen, wie stark du inzwischen geworden bist. Pum. Dann sei gewappnet. Bumm! Okay, jetzt schmier ich mal die Fresse. Der hat ein Schwert? Speer? Warum? Der kann mich damit voll in die Fresse rumstochern. Ich will dir ja nicht so nahe treten, aber verglichen mit mir bist du immer noch ein absoluter Anfänger, Junge. Na schön, versuch mich 100 Mal zu treffen, bevor ich dich 3-mal treffe. Okay, der Typ will mich wohl verarschen. Okay. Du. Oh. Bam! Das war aber ein heftiger Schlag. Okay, immer wenn er mich angreift, dann einfach auf A drücken, wenn er zum Ausholt oder so. Jetzt ganze Zeit A drücken. Nein! Okay, der hat mich A gedrückt. Ich habe keinen Action-Button gehabt. Okay, das war wohl zu spät. Sakamoto-ku! Ey, ich hab A gedrückt. Du Bastard. Ich will noch mal. 37 Treffer. Gib nicht auf, denn der Mensch wächst an seinen Niederlagen. Komm so oft du willst auf meine Übungsstunde vorbei. Warte, vielleicht gibt's da ja was Cooles. Shenchei. Gut, noch mal. Probier's noch mal. Ja, allerdings. Jetzt aber die Fresse polieren. Anfangs war es ja richtig gut. Entweder wurde ich dann irgendwie schlechter oder der Typ wurde besser. Ich habe alles Mögliche in der weiten Welt von Zelda. Wind Waker. Okay. Bäm. Guck, so macht man das. Einfach ganz halt B drücken, wenn er sich dann blockt, dann ganz halt A drücken. Oder einfach zurückgehen. Oder, ja, okay, so. Bäm. Komm, du Opa Muschi. Guck mal, weißt du, an wen er mich erinnert? Habe ich das schon mal gesagt? An der von Mulan. Dieser Hunde. Oh, shit. Habe ich wohl zu spät gedrückt. Husch. Komm, ja. Bäm! Alter, wie links sich da abrollt, das will ich auch können. Und ich bin hier nur, ich sitze hier nur so rum und spiele hier. Schon wieder scheint die Sonne. Ach, in den letzten Tagen war es ja richtig so beschissenes Wetter. Und jetzt dachte ich mir, okay. Sitze noch mal eine Runde zu Hause und spiele Zelda. Was ist das denn für ein Dreck? Dreh ich mal weg. Ah, wieder läuft. Ups, rutsch. Gehen auf 25, 22. Okay, das war nochmal Glück gehabt. Ich habe ja an der Seite von mir ein richtiges fettes Sandwich von mir liegen. Also so ein Baguette-Sandwich. Und ich habe keinen Bock darauf zu warten. Also, ich muss in den Part-Pausen mal ein bisschen reinballern. Scheiße, okay. Nein! Nein! Was? Du Bastard! Ich war aber. 97. Ja, Niederlage, halt's Maul. Okay, nochmal. Shisha! Gut. Machen wir nochmal eine Runde. Die erste war total scheiße, die zweite war fast geschafft und die dritte hoffentlich jetzt. Alle guten Dinge sind ja drei. Moment. Oh. Ich habe jetzt so eine Flasche von meiner Mutter bekommen. Die arbeitet ja am Kodi und immer wenn die was Neues.
Hey, warum hatte ich gerade keinen Aktionsbutton? Hallo? Bam! Einfach ganz einfach drücken. Ha! Ah! Okay, lauf, 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 lauf. Okay, das war noch gut gemacht. Okay, in den Arsch. In die Fresse. Also, dass ich dem Typen nicht wehtue, ne? Der ist ja ein bisschen... Vielleicht ist... Moment, Ich hab eine Ahnung. Vielleicht kann der ja... der Vorgänger von Link sein. Ja? Ähnlichkeiten haben die ja. Link könnte ein bisschen gewachsen sein und eine gewisse Länge vom Bart bekommen. Eine Halbglatze. Ich finde ja Glatze eigentlich recht spannend. Wenn man über so überlegt, ne, wo sie aufhören zu wachsen, also die Haare, und wo sie noch weiter wachsen, ne? Ups. Ey, mein Gott. Okay, das hat nochmal gut geklappt. Bam. Mhm. Ja. Komm her, du Bastard. Nein, warum schlägst du Link? Du Binger. Okay, Moment. Ich mach noch einmal. Noch ein einziges Mal, ja? Noch ein einziges Mal. Du kleiner Kacksack. Ich will jetzt nicht die ganze Folge hier verbringen. Nee. Ich beiß kurz in mein Sandwich rein. Ich hab Hunger. Das ist köstlich. Und jetzt schmatze ich wie so ein Bastard. Mhm, mhm. Okay, wir haben schon... Oh! Okay, schon 20 ohne einmal getroffen zu werden. Das ist gut. Hey, warum? Ich bin doch ausgewichen. Warum, Link? Warum greifst du denn an? Komm her. Boah, einfach durch die Fresse geslitscht. Mein! Du, okay, jetzt gehe ich einfach weg. Kein Bock mehr auf diesen Affen. Fick dich! Du bist scheiße! Jetzt habe ich das Mikro angespuckt. Nom, 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 nom. Hier habe ich die ganze 8 Minuten verschwendet. 8 Minuten meines kostbaren Lebens, Junge. Link, du bist scheiße. Verpiss dich. Irgendwann komme ich wieder und bekomme dann bestimmt nur Geld von dem. Heini. Ja, ist ja gut. Komm, jetzt da hoch. Der hat doch bestimmt auch was, ne? Warte, bei dem war ich ja noch gar nicht. Der wollte mich am Anfang des, also mehr. Oh, wer ist diese hübsche Frau? Die erste junge Lady, die ich gesehen habe. Du bist es wirklich, Lapscher. Du bist wohl auf. Welche Freund. Seit du weg bist, gibt es deine Mutter gar nicht gut. Gut, Mutti. Sie ist seitdem bettlägerig und nimmt auch nicht besonders viel Nahrung zu sich. Ich wollte Vader Orko gerade fragen, ob er nicht vielleicht eine gute Medizin kennt. Okay, was willst du jetzt? Oh, Lapscher, du bist... Ist das... Warte, Moment. Ist das jetzt der Kopf oder ist das ein Hut? Weil ich kann das an der Farbe wirklich nicht herausfinden. Meine Enkeltochter hat mir berichtet, dass es seiner Großmutter gar nicht gut geht. Man sagt, in solchen Fällen sollten Feenstaub wahre Wunder wirken. Aber Feen sieht man heutzutage kaum mehr. Früher gab es ganz viele an der Quelle oben in Feenwald. Und ich habe mir oft welche in leeren Flaschen gefangen. Aber seit die Quellen von einem Felsen versperrt wird, habe ich da keine mehr gesehen. Gut. Vielleicht habe ich ja noch eine Fiesung. Moment. Nee, ich hatte die Flasche ja geleert. Und da rein dann... einen Heiltrank gemacht. Ja, das ist ja natürlich berauschend. Gut. Ja, da geht's ja nochmal höher, oder nicht? Boah, da gibt's Rubine! Boah, wie hoch... Was haben die für einen Luxus? Nee, das war nur ein Baum. Nee, jetzt kommt doch. Gut. Dann gehen wir mal eine Fee uns holen. Dafür muss ich den Trank leider verschwenden. Den ich für 30 verdammte Rubinen gekauft habe. Warum gibt's hier einfach noch eine Flasche? Warte, bleib da stehen. Ey, du Sack, bleib stehen. Penis, du Penis, du Penis, du Penis. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Vielleicht hat er noch eine Flasche.
Okay, der Blöffchen hat mich gesehen. Huda! Und er hatte vielleicht irgendwas Nützliches, hallo. Bomben! Nein, sonst hat er nichts, okay. Mehr will ich auch gar nicht. Nur Flaschen, hallo. Der hat Bomben, aber keine Flaschen. Was ist denn für ein Verkäufer? Ich habe doch so eine Terry-Karte, nicht wahr? Ne, das sind Schatzkarten. Karte. Da, Terry-Karte. Ah, es gibt mehrere Terrys. Da oben ist irgendwie so ein gepanzerter Terry, keine Ahnung. Die sehen alle gleich aus, außer das ist so ein anderer. Gut, dann will ich mal nach oben gehen, ne? Nicht wahr? Da gibt's nämlich den Heiltrank meiner Omi. Dafür muss ich aber erstmal irgendwo hoch. Da hoch konnte man gar nicht hin, ne? Musste darüber. Ah, genau. Wer ist das? Ach, geht mal weg, ihr Bastarde. Bastardo. Denken, das sind Flaschen, das ist auch eine Flasche. Okay, die nehme ich mal. Ich finde das anwesend. Wenn ich so Filme sehe mit so schwarzen Balken, weiß ich direkt, ich mag sie, denn diese weißen Balken, diese schwarzen Balken, die geben so einen extra Flair, ja. Den ich so übertrieben Hammer finde. Gut, wir haben in den ersten 11 Minuten gar nichts hinbekommen. Mein Gott, das ist ja so Hammer. Hallo. Oh, wer bist du denn? Den habe ich auch, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Lapscher, bist du es? Du hast mich aber erschreckt. Ich dachte, es ist vielleicht ein Monster. Weißt du, in letzter Zeit passieren die schrecklichsten Dinge in der Nacht. Da kriegt man vor Angst keine Augen mehr zu. Dabei brauche ich doch meinen Schlaf für die Arbeit an meinem Rasen. Ich habe da neulich etwas gesehen, bevor die Brücke kaputt ging, meine ich. Oben bei der Quelle im Fee war diese große Frau, die hat geleuchtet und sah aus wie eine Fee. Und sie ist glatt in diesem Felsen verschwunden. Was? Okay. Erstmal muss ich da meine Rubine klauen. Was gibt's denn noch so? Hallo? Eine Truhe! Boah, ich höre mich gerade an wie so ein kleines Kind. 20 Rubin! Ich habe immer noch keine maximale Anzahl von Geld, was ich mitschleppen kann. Das ist gut. Ich meine, bei Skyward Sword war das irgendwie so ein kleines Extra, sodass man sich die Portemonnaies kaufen sollte. Und das Beschissenste daran war, da gab es ja diese Extra-Tun, wo du diese heiligen Artefakte losschießen musstest zum Himmel, damit du in der Oberwelt Tun finden könntest. Du hattest Maximalanzahl von 900, hattest in Portemonnaie gerade 897. Und dann hattest du das Pech, dass du in dieser Truhe eine 300 Rubin hattest, aber es ging maximal nur 900, also hast du 3 aufgesammelt von diesen 300. Und der Rest ist weg. Komm, die Bastarde, ey. Oh, das war schnell. Rubine! Oh, was ist mit euch los? Er kommt jetzt ganze Zeit, oder wie? Oh, Energie! Okay, ich glaube, ich muss mal jetzt... Ah, das Blatt habe ich schon draußen, gut. Oh, muss ich mal keine Angst machen. Wer ist das? Wer ist das denn? Brotzblitze, ja mal schade, wenn ich doch nur diese Klippe dort fliegen könnte, dann würde ich mit mir diese unter diesen Steinfratze schimmernde Tri... Na sowas. Da hätte ich mich doch beinahe verpallert. Nichts, mein Junge. Vergiss es einfach. Was willst du? Aha, kann ich darüber fliegen überhaupt? Egal. Das ist ein 10er, wahrscheinlich. Hier oben war, glaube ich, was war hier oben nochmal? Hier hat er doch irgendwas von Dingsfelsen gesprochen, oder nicht? In der Feenquelle. War das hier? Oha, was ist da hinten für ein Strudel, Alter? Boah, der macht mir Angst. Oh mein. Ach, ich kann doch das Lied des Windes spielen. Halleluja. Da habe ich doch glatt vergessen. Vielleicht könnt ihr ja gerade hören, wenn ich nachgemacht habe. Inscope. Ich habe mir gestern Videos angesehen von dem. Mit meinem Bruder. Wir haben es tot gedacht. Ich liebe einfach diesen Typen. Gut. Ja, nach Norden. Denn Norden ist immer gut. Warte, habe ich es recht? Ja. Was ist hier los? Spring doch, Alter.
Weil der Typ hat irgendwas gelabert. Ne? Ist das nicht so? Ich brauche also Energie. Also wenn der Wind nach da, ich könnte wahrscheinlich darüber. Auf diesen Stein-Dingsbums. Aber Moment, ich habe hier gerade eine Flasche aktiviert. Fleckchen! Warte, wer ist das denn? Ach, das... Der Schwein. Oh. Das finde ich echt Hammer mit dem Feature und Gamepad. Vielleicht ist das Gamepad, sage ich mal, ein bisschen überteuert. Oder wo, obwohl. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich wollte doch mal was ansprechen, ne? Wo wir gerade bei Konsolen sind. Es gibt einen guten Grund, warum ich wirklich auf PC-Spiele meistens verzichte. Ne? Es ist... Ein bisschen Energie, hallo, hallo. Blasenergie. Es ist wegen der Energie. Quatsch, wegen der Überlebensdauer. Ja, du hast Konsolen. Die bleiben dir meistens bis 5 Jahre, kannst du wirklich drauf gut spielen, ohne Ruckler. Wirklich, also zwar nicht auf der genialsten Grafik momentan, aber trotzdem. Du kannst dich wirklich fröhlich schätzen, dass du sowas hast. Aber beim PC, ich habe mein letztes PC-Update war. Also ich glaube, die Grafikkarte ist von 2009. Und ich kann einfach jetzt 0 aktuelle Spiele spielen. Ich habe vorhin Borderlands auf Steam geholt. Moment. Ja, mal schade, wenn ich doch nur diese Klippe dort... zu dieser Klippe dort fliegen könnte. Da würde ich mir... Oder diese Steinfratze schlummern. Okay. Könnte ich darüber? Aber ich habe so wenig Energie. Boah, Energie, Jungs. Gib mir denn maximale Energie. Warum gibt es ja keine Energie? Hallo? Willst du mich da verkackeiern oder so? Hier gibt's auch nichts, ne? Boah, das war knapp. Hallo? Kommt da runter. Moment. Ah! Aha! Mhm. Ja, Gott hat mich erhört. Oh, gut, der Wind geht wirklich mein Ziel. Oh nein. Ich muss aufpassen, dass ich wirklich gut abspringe. Da, ich den richtigen Knopf drücken und... Komm, jawohl. Ich schaff das, hoffentlich. Ja, ja, ja. Okay, ich hab das wirklich locker. Mhm. Jawohl. Und jetzt? Was gibt's hier? Energie! Aber warum jetzt? Kommt hier nichts runter? Nein. Gut, was willst du denn hier? Ikabukomstein. Wer hat denn überhaupt hier hingetragen? Ja, klar. Aufheben, ja. Link kann das. Diesen Felsen kannst du mit deiner gegenwärtigen Kraft weder hochheben noch zerstören. Die Kraft, die dir dies aber ermöglicht, verbirgt sich zweifellos irgendwo auf See. Du musst sie noch finden. Okay. Was ist mit den Bomben? Moment. Ups. Geh kaputt. Nee. Aber die Kraft verbirgt sich irgendwo auf See. Also kann ich daran noch nichts machen. Hä, was soll ich denn sonst machen? Jungs. Was ist hier geschehen? Wo haben wir es getan? Auf der Hohe... Oh, was? Ist das Schwein? Kann ich auch noch nicht mal aufheben, Alter. Moment, was passiert? Moment, Moment. Nein. Komm. Bombe, Platz. Ey, der Schweinchen macht... Das kriegt gar nichts mit, okay. Warte, hier war ich noch nicht drin. Oder, doch, doch, warte, Moment. Ich war da hinten drin. Warte, hier war ich gar nicht drin. Ich hab den noch nicht besucht. Hallo. Ach, der ist das. Lapsche, schön, dass du zurück bist. Seit du von hier weg bist, ist viel passiert. Unsere Insel ist nachts ein unsicherer Ort geworden. Geh lieber schnell nach Hause. Komm doch morgen wieder vorbei, wenn es hell ist. Na gut, das könnte noch lange dauern. Boah. Du bist gesund, Halligalli, lalala, blablabla. Gut, die Jungs sind auch noch am Rotzen. Das ist gut, die Windelpupser.
Ja. Toll. Da oben ist ein... Den Rubin könnte ich mir holen, aber ich weiß nicht, ob es Sinn macht, jetzt die Frucht dazu für den 20er. Warte, ist das überhaupt ein 20er? Ja, ne? Da oben. Zeigen könnte ich das auf jeden Fall. Ja, ich wüsste nur nicht, wo ich hin müsste. Geh mal weg, ihr Wichser. Irgendwo waren Felsen. Wo hat er das gelabert? Da bei der Feenquelle. Und die Feenquelle ist wahrscheinlich oben, wo ich war. Also muss ich ja irgendwie da hinkommen, oder nicht? Komm, Link, du packst das. Kack auf Rubine. Du bist nicht geldgeil. Nein. Die Monster spawnen hier nicht neu. Das ist doch nicht spawnneu. Ja, kleinen, pädophilen Arschkopfe. Du, boah, warum kommen vier auf einmal? Was sind das überhaupt für Viecher? Ich glaube, die habe ich ja mal bei dieser Bastion gesehen, aber ich konnte die nicht bezwingen. Vielleicht noch. Ihr wollt ohne Anwesen es kommen. Du Sack! Und weg. Was gibt's? Nix? Ach, da gibt's das. Ja, okay. Halleluja. Geh rüber kann ich hier nicht. Vielleicht kann ich ja von hier. Moment. Wake up in the morning, feeling like PDD. Ah. Warte, der Wind fließt immer noch nach da. Da, okay. Also können wir von hier aus wahrscheinlich darüber, ne? Komm, ja, es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Ja. Ja, und Halleluja. Haben wir nochmal gut eingefädelt. Und wirklich, ne? Das haben wir in 22 Minuten geschafft. Ich verstehe nicht, wie denke ich eigentlich, ja? Im nächsten Part können wir ja wesentlich gut weitermachen. Da sind auch schon Gegner. Gut, folgt mir im nächsten Part, meine Freunde. Wenn es heißt, oh, Linkes schwitzt. Schwitz, schwitz, schwitz. Link auf Jagd.